Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Hunter D. Wir haben in der letzten Folge die ganze Story, den ganzen Story-Gulasch runtergeschluckt. Wir spielen nämlich den guten Halbvampiren. Ist auch ein bisschen mies, wenn man überlegt, dass die Menschen Halbvampire anheuern, um Vampire fertig zu machen. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, dass er ein Vampir ist. Auf alle Fälle spielen wir den Vampirjäger D. Der soll eine Olle finden und dafür mächtig Kohle einkassieren. Also ist ein Kopfgeldjäger. Und der hat eine sprechende Hand, die hilft uns wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal. Sind jetzt in einem etwas anderen Räumilein. Sie, da fällt mir gerade ein, ich habe Momentchen. Ah, Bullshit. Ich habe ja noch gar nicht auf meine Kopfhörer umgestellt. Ja, ich habe eben mal die Folge gecheckt und ach, ich bin so ein Noob auf alle Fälle. Ja, sind wir jetzt in einem etwas blöden Raum hier. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Der hat mir gerade einen Headshot gegeben. Und, oh, Doc, what the shit? Okay, spring hoch. Oh, oh. Er scheint, dieses, der Vampirjäger hier scheint wirklich sein. Ja, ist okay. Ich hab's kapiert. Das ist ein Objekt. Ich hab's eingesammelt. Du musst es mir nicht 100 Mal zeigen. 100 Jahre lang. Der scheint seinen Schwert echt immer wieder einzustecken. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. So, liegt hier sonst noch was? Ja, da drüben ist noch was. Autsch, autsch, da hat er mich getroffen, da hat er mich getroffen. Lass mich doch, lass mich... Oh, Alter. Der erste Raum, weißt du? Der dritte Raum und schon gibt es die ersten Probleme hier. So, nochmal kurz alles checken. Okay, kann ich hier irgendwie was anquatschen oder so? Nein. Muss mit Kreis... Autsch, okay. Schlagen kann ich, aber nichts anquatschen. Erst schießen, dann reden. Genau. Gut. Oh, hi. Ich hab das... Oh. Yummy, feed me more. Ja, gut. Du hast uns jetzt gezeigt, dass wir mit der Hand Gegner auffressen können, aber du hast mir nicht so wirklich den Grund genannt, ja? Das ist ein bisschen doof. Wie mache ich denn das mit der Hand nochmal? So, ne? Ja, okay. Gut. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten. Hier sollten jetzt, so wie ich das gerade eben gehört habe, sind hier noch mehr Gegner. Ja, 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 okay. Mal sehen, ob das Kampfsystem funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und jetzt sammel ein, mache, nein, Viereck, er ist irgendwie tot. Wie mache ich denn das? Oder habe ich ihn schon zu sehr geschwächt und kann ihn nicht mehr, oder was? Okay, probieren wir es bei dem nochmal. Wahrscheinlich so ein bisschen wie Pokémon. Ich muss die Viecher schwächen. Ich kann die nicht so, wenn sie schon tot sind und so, ne? Gut. Ja, der ist dann halt verschwendetes Essen, sag ich mal. Huiuiuiui. Okay, warte mal, war da? You must be Meyer Link. I'm here to save the girl you kidnapped. So, Charlotte's father hired a hunter. I dislike senseless killing. If you leave now, I'll spare you. You don't scare me, Meyer Link. This will be easier if you just tell me where you're hiding her. You should have listened to my advice. Very well. I will shred you to pieces. Ugh! It's quiet now. Should we go inside? Ja, ich denke mal schon, ne? Ja, stimmt, der Vater von Charlotte. Also wir sollen ja Charlotte finden und der hat ja uns angeheuert und der Bruder von Charlotte, Gott verdammt, der hat natürlich auch noch andere Jäger angeheuert und die eine Jägerin war da gerade drin und hat mal direkt gefragt, wo der Bösewicht die Charlotte versteckt hat und musste dann dementsprechend mit den Konsequenzen rechnen, die Konsequenzen tragen. Die haben sich ganz gechillt hier unterhalten. No, keiner ist hier. Ich schätze, wir sind zu spät. Wie kann das sein? Wenn wir doch eben noch davor standen, wahrscheinlich sind sie durch die andere Tür rausgegangen. Na, herzlichen Glückwunsch.
Hättest du dämlicher halt mich nicht vollgelabert, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Wie läuft ihr eigentlich? So, das ist auch geil. So, ah, komm her. So, komm her, come to daddy, komm her. Don't be shy, sei nicht schüchtern. So kommt er. Oder so, darf ich zum Tanz bitten, Madame? Bitte laufen Sie nicht vor mir weg. Ich will doch einfach nur mit Ihnen tanzen. Das ist nicht schlecht, okay. Soll ich da reingehen? Warte mal, ich guck erstmal. Ich muss natürlich wieder ganz nach unten drücken. Ah. Map Level. Warte mal, seit wann wird Level mit Doppel-L? Level 1. Sehr gut. Da kann ich dann so, da konnte ich dann noch so, ja, im Endeffekt ist es Kreisverkehr. Ich muss echt mal, ich probiere mir wirklich, ich gebe mir Mühe, hier mich diesmal ordentlich zu orientieren, weil deswegen werden Survival-Horror-Let's Plays immer bei mir so lang, weil ich mich nicht orientieren kann, Gottverdammt. Walking. Okay, oh Gott, das sieht cool aus, Moment. Oh, er fährt sein Schwert, Pferde, oh, Dreieck, yes, okay. Nein. Au. Komm, ich töte dich jetzt. Ich habe keine Zeit, denn der andere greift mich an. Das ist eine dämliche Kameraperspektive, fick dich. Wow, jetzt sammel ein. Nein, oh, er ist noch nicht schwächig genug. Jetzt, oder? Nein. Oh, jetzt habe ich ihn zu weit penetriert. Das ist aber kompliziert. Ich glaube, ich muss mich mal heilen. Wie war denn das? So, und dann... Nein, auch nicht. So, okay. Oh, das heilt mich sogar voll. Das ist nicht schlecht. Ja, hier haben wir kein Kraut, wie man es aus Resident Evil kennt, sondern das da, okay. Ich würde schrecklich gerne wissen, was dieser lilane Balken da ist, aber... Ach nee, warte mal, ich wage zu behaupten, dass wenn die alle ist, verreckt der Gute. Weil ist das nicht irgendwie so... Also, ich probiere jetzt... Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich wage zu behaupten... Dass da mal vielleicht im Handbuch irgendwas stand, so von wegen. Er ist ja. Hallo, komm ich da nicht hoch? Das kann doch. Das ist doch Scherz. Er ist ja ein Halbvampir und, ich schätze mal, dass er. Das ist quasi seine Nahrungsanzeige, wenn man so will. Würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich, weil die Hand sich dann irgendwann so denkt, okay, der füttert mich nicht, dann fresse ich ihn jetzt selber auf oder irgend sowas. Alter, das. Da muss es irgendwie. Es muss da rangehen. Warte mal, kann ich das. There's on... Ach so. Warte. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nein. Ich muss doch da irgendwie hoch können. Lass mich da hoch. Es ist etwas auf dem Schrank-Dings. Ja, klar. Er meint ja das. Ach so, ich dachte, er meint die Vase da. Ja, es ist ja kein Schrank. Das ist eine Kartonbox. Ach so, warte mal. Kann der... Kannst du Sachen schieben? Hi, Mehrarbeits. Scheiß Running Gag hier. Kann der das? Du kannst auf jeden Fall darauf. Kannst du vielleicht von da aus darüber springen? Also es ist immer so doof, wenn mir nichts erklärt wird, ne? Ah, fällt ja mal runter, der Sack. Komm schon. Hebedep! Tatsächlich. Wow. Ich habe das erste Jump-Run-Rätsel gemeistert. Ups. Das ist halt auch so eine Sache, ist halt cool, weil das konnte man damals in Survival-Horror-Games auch nicht oft, ne, so springen, wie man Lust und Laune hatte. Da hat man sich ja mal drüber lustig gemacht, wenn Charaktere über so einen 5-Meter-Zaun nicht rübergekommen sind, ne, und hier, da passt das, wobei 5 Meter ist, glaube ich, naja, klettern. Leute, ihr müsst mehr klettern. Dann haben wir das jetzt mal hinter uns gebracht und können dann hier lang. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, genau. We just needed it to look around. Ja, yeah, wir sollen uns auf jeden Fall umschauen und Charlotte finden. Was ist das jetzt hier? Karte. Map. Ich heiße Map. Achso, das... Ja, okay. Ja, dann gehen wir mal erstmal hier lang. Schau mal so ein bisschen rum. Und bitte... Genau, dankeschön. Und sammel doch ein. Das ist so... Das ist aber auch doof hier. So, vielleicht. Nein. Dann greife ich dich jetzt noch einmal an.
Und noch einmal. Ja. Das ist auch ein bisschen tricky. Und es lädt, wie ich gerade gesehen habe, ein bisschen meine Mana-Anzeige auf. Wenn ich die zu viel angreife, sind sie tot. Und wenn nicht, das ist halt... Ich kann auch nicht... Das ist so... Geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Die Tür will nicht. Ja, ein bisschen wie Pokémon in der Safari-Zone fangen. Ich habe auch nicht ewig Zeit, weil ich Lebensenergie verliere. Das ist ein bisschen tricky, aber gut. Ich schätze mal, wenn wir gegen dieselben Gegnerarten immer und immer wieder kämpfen, kriegen wir so ein bisschen das Gefühl und so weiter, wie oft wir da jetzt gegenbashen dürfen und so weiter und so fort, ne? Gut. Dann sammeln wir das mal da ein, bitte. Oh, komm schon. Wahrscheinlich kann ich es einfach einsammeln und muss gar nicht klettern. Ja, okay. Blue-Schlüssel, das ist dann... Genau. Der Schlüssel für die Tür in der Haupthalle. What the shit, hat er eben auch eben gesagt. Und der hat wieder sein Schwert nicht draußen. Oh, ich merk's mir auch nicht. Ich merk's mir auch nicht. Ich merk mir die Tasten auch nicht. Und... Nein, das hat wieder nicht gereicht. Das hat wieder nicht gereicht. Jetzt? Ja, jetzt. Okay. Also so drei Schläge. Nom 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 nom. Okay. Warte mal, ging's da noch weiter? Oder ist das nur so ein Trollolol gewesen? Nee. Ich habe übrigens, by the way, gemerkt, gesehen, dass es bei YouTube noch nicht wirklich so ein Let's Play davon gab, was ich auch sehr cool finde. Das ist dann auch immer doppelt cool, wenn man quasi, auch ein paar Leuten, kann ja sein, dass es ein paar Leute gibt, die Fans von dem Spiel sind, dass man da auch die ein bisschen unterstützen kann. Ich mache immer wieder denselben Fehler, weißt du? Ich meine, ich weiß ja mittlerweile, dass ich mit Kreis zuschlage, aber dafür muss ich erstmal Dreieck drücken, aber da das Schwert rausholt. Und das ist jedes Mal dasselbe. Ach, ich vergesse es immer und immer wieder. So, jetzt, kommt her. Autsch. Ah, Kamerafahrt, Kamerafahrt. Okay, okay, vergiss es. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. So, kann ich dich irgendwie einsaugen? Nein, ich glaube, du willst irgendwie nicht. Ah, ich komme doch gerade nicht ran. Was ist denn das? Ich glaube, ich sollte mal das Autolock ausmachen. Der hat ja hier einen Autoanvisierer drin und das ist nicht so cool. Warte mal. Komme ich denn da jetzt hin? Optionen. Autolock. Mach das mal aus. Weil ich wollte eben nämlich den fertig machen, der neben mir war. Aber er hat die ganze Zeit auf den anderen gezielt. Gott, ist das bescheuert. Jetzt muss ich mich wieder aufladen. Wie mache ich denn das? Viereck? Ja. Gib mir Kraft, Sterne der Macht oder so. Sailor Moon. Ah! So, Gott. Da muss ich jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich hier wieder ein paar einsammle. Ach so, das Thema hatten wir ja schon. Hier geht's ja nicht weiter. Bis jetzt noch sehr übersichtlich. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Dann haben wir jetzt noch zwei Wege. Und zwar einmal hier längs, genau, und dann die Haupthalle. Ich habe schon wieder Gegner gehört. Sie scheinen zu respawnen. Na gut. Schwert ausfahren. Da haben wir hier, was haben wir denn hier so Schönes? Karte, 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 Karte. Da haben wir dann auch drei Wege. Wow, okay. Dann gehe ich erstmal hier lang, falls es geht. Sieht ein bisschen wie ein Fahrstuhl aus. Aber scheint ja nicht so zu sein. Okay. Musikwechsel. Ich glaube, hier könnte ein kleines Rätsel sein. Wie gesagt, also ich habe das Spiel halt damals schon so ein bisschen gespielt und die ersten zwei, drei Räume, die so, wenn man sie sieht, dann, weißt du, das ist ja, ich würde behaupten, hier kann man irgendwas schieben oder schlagen oder so. Gucken wir mal. It looks like, oh, das ist ja so schon schwer zu lesen. It looks like Tombstone, der ist, was? What? Steht da irgendwas drauf? Hä? Warte, ich schaue es mir mal von der anderen Seite an. Jetzt hängt er, toll. Dann geh so rum. Alter! Kommst du da nicht weiter oder was? Bin ich jetzt hier ewig gefangen in diesem... Dankeschön. Wieso musste ich denn erst mein Schwert ausfahren? Was hat denn das für eine Logik? Sieht so aus, als wäre es ein Dingsbumsstein. Der ist... Inscription. Wahrscheinlich irgendwas raufgekrakelt oder so. Gut.
Ich habe hier so leichte Probleme, an diesem Vieh wieder vorbeizukommen. Und hier brauche ich dann einen Schlüssel. Ja, ist okay, ich hab's kapiert. Dankeschön. Gott verdammt, geh da durch. Kann ich hier irgendwas mit den Dingern machen, die kaputt machen? Nein, ich kann eiskalt durchglitschen, okay. Alter! Wieso kommst du da nicht durch? Das ist ja... Sag mal, hallo? Was zur Hölle ist dein Problem? Sind jetzt meine... Nein, meine Pfeiltasten sind nicht für den Arsch. Ah, ist doch schrecklich hier. Gleich mal den Raum verlassen. Der ist böse, der Raum. Ich meine, wir müssen ja offensichtlich ganz woanders hin, aber wir können ja trotzdem schon mal die ganze Scheiße hier erkunden. Da kam ich, glaube ich, her, also gehe ich als nächstes hier rein. Ich meine, das ist ja auch blau. Wir sollten ja in eine blaue Tür. Vielleicht ist das ja nicht verkehrt. Gegners, komm mit. Oh shit, ich hasse die Gegner. Oh shit, die beißen, die sind böse. Hey, weh, weh. Viereck, Viereck mach ich Hand. Viereck mach ich Hand. Und jetzt komm. Komm in meine Hand. Wow. Oh, das lädt aber kaum bis gar nicht auf hier. Und da wird es wahrscheinlich wieder so sein. Brauche ich auch einen Schlüssel. Wird es wahrscheinlich so sein, dass sobald ich wieder den ersten Balken da unten voll habe, brauche ich ihn da wahrscheinlich auch wieder, weil ich keine Lebensenergie habe. Ich bin momentan so drauf fixiert, die Dinge aufzufressen, dass ich natürlich umso mehr HP verliere, weil ich immer probiere, die Gegner nicht zu töten, sondern nur zu schwächen. Das ist ein sehr tricksyhaftes Ding hier. Die Tür ist auch blau, da waren wir auch noch nicht drin. Schwert ausfahren und dann kann's losgehen. Oh shit, was seid ihr denn? Hasen? Nein. Zabi, Zabi. Aber vielleicht kriege ich ja hier bei dem Gegner ein bisschen mehr. Wow. Nein, auch nicht. Okay. Wir können ja mal hier diesen Schein-Verteidigungsmodus testen. Nein, der verteidigt überhaupt nicht. So ein Scheiß. Wo schlägst du denn hin, Kumpel? Der Gegner ist komplett woanders. Kann ich nicht irgendwie auch manuell anvisieren oder so? Naja, gut, gehen wir erstmal hier rein. Ich habe gesagt, rein. Ja, hier brauche ich einen Schlüssel auch. Okay. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Oh shit, zwei. Komm her. Die Frage ist, greifen die mich ein? Das ist dann schon mal sehr vom Vorteil, dass die Gegner mir anscheinend nicht schaden können, während ich die Viecher auffresse. Das ist cool. Wenn ich das gerade richtig beobachtet habe, vielleicht irre ich mich auch, dann ist das ja wieder fair. Weil das war so meine Angst, dass ich währenddessen angegriffen werde. Das ist cool. Wow. Okay. Interessante Musik. Ist das hier so eine Art Safe-Raum vielleicht? Ah, kann ich hier was machen? Sprech es an. Sprech es an. Tatsächlich. It seemed fine. Ja, Uhr. Es zeigt 2:25 an. Gott verdammt. Ist ja schon fast wie eine andere Sprache hier, die ich lese. Warte mal, die haben mir gerade angequatscht. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Nein. Nein, er hängt wieder. Oh shit. So, jetzt. Was haben wir hier? Ein ausgestopfter Vogel, ja. Gestopfter Vogel, stuffed. Nein, ausgestopft. Hier haben wir noch Karten. It seems Carl use. Was? It seem card. Ja, ein Kartenspieltisch. Bei the. Ja, hier haben anscheinend Vampire Karten gespielt. Die haben ja sonst nichts zu tun. Die gehen. Nachts gehen sie auf Jagd und vormittags gehen sie dann Karten spielen. Weil, wie ihr wisst schon, wegen Sonne und so. Sonst hätte ich es jetzt natürlich andersrum gesagt, aber. Ist hier nichts weiter? Schauen wir mal ganz kurz. Map Level. Nein, das ist ein Raum mit einer Tür. Und speichern kann ich ja, wie man eigentlich schon vorhin merken hätte sollten, jederzeit. Also wir haben da jetzt nicht, wir waren da jetzt nicht zum ersten Mal im Menü drin. Das heißt, es wird keinen Safe-Raum oder sowas geben. Okay. Naja, ich habe ja eh Safe-States, also who cares, ganz ehrlich. Oh shit, Pokémon! Und einmal noch, yes,
komm in meine Hand. Sie mag dich sehr, glaube ich zumindest. Sonst würde er den ganzen Scheiß ja nicht auffressen. Wow. Oh, was? Noch einmal? Okay. Jetzt aber. Wow. Finde ich cool, dass man da so ein bisschen seine Mana und sowas... Also, ist ein ganz interessantes Gameplay, muss ich schon sagen. Bloß blöd wurde es halt nur, wenn mehrere Gegner dazukommen. Also, mehr als einer, das sind mehrere. Aber sie scheinen mich ja in Ruhe zu lassen. Bam, bam, bam. Und durch diese ganze Vampir... Mana-Sache ist das auch kein... What the shit, was ist das? Kein, reinrassiges Survival-Horror, weil das fühlt sich somit komplett anders an, weil du hast halt... Zum einen hast du keine Schusswaffen, das heißt, mit diesem Schwert können wir ewig schnetzeln, wir müssen also keine Angst haben, dass wir irgendwann waffenlos sind. Dadurch, dass wir Magie einsetzen, brauchen wir nicht Angst haben, dass unsere Kräuter, die wir halt nicht haben, irgendwann zu Ende gehen. Und es ist alles, es ist schon alles sehr, sehr cool, wie ich finde. Und da klingt auch das Handy. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Vampire Hunter D. Wir werden in der nächsten Folge mal zurück zur Haupthalle gehen, in die blaue Tür reinschadamsen und schauen mal, was dort so abgeht. Bis zum nächsten Mal. See ya.